befinden uns hier vor dem Apero auf dem Spinelli-Gelände der Bundesgartenschau 2023 in dem schönen Mannheim, wo es italienisch Pasta, Pizza und Salate gibt. Dann haben wir einmal das Streetfood, wo wir ganz normal bodenständige Streetfood-Kosten machen. Wir haben einmal ein Burgerkonzept, auch wo es vegane und Insektenburger auch gibt. Es ist beeindruckend, dass der hier sehr gut geht, weil die Leute einfach eine Vielfalt auch haben möchten von verschiedenen Produkten. Und es kennt auch nicht jeder. Dann gibt es Marktrestaurant, wo es verschiedene Salate gibt, wo es dann schwäbische Küche gibt und dann haben wir auch asiatisch und Sushi. Ich finde die gastronomische Leistung hier sehr stark. Ist für jeden Geldbeutel einfach auch was dabei und für jeden ist einfach auch für den Geschmack was dabei. Ob das international ist oder normal bodenständisch. Es gibt eine große Badewanne, wo dann die Weltebiere drin sind, wo man einfach aus dem Eis rausholen kann. Dann gibt es verschiedene Kuchen- und Kaffeespezialitäten. Überall gibt es die Biere zum Trinken, auch bei den Konzerten abends an der Hauptbühne. Da haben wir ja auch noch ein gastronomisches Konzept, wo es dann einfach die Welde-Produkte in der Flasche gibt, für gut zum Anstoßen oder gut zum Zuhören. Mein Favorit ist Pilz. Zum Wohl.